Guten Morgen, es ist ein traumhaft schöner Tag, die Sonne scheint, der Himmel ist wieder knatschblau. Bin gerade einem riesigen Hund begegnet, der mich auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass das Thema, was ich heute drüber sprechen soll, Pluto ist, weil die Hunde sind Pluto zugeordnet, die Katzen Uranus. Und das Thema wurde mir auch heute schon auf Facebook serviert. Das hat jemand erzählt übers Loslassen und Entmüllen am Anfang des Jahres. Gute Idee. Also loslassen von allem, was du nicht mehr brauchst und was deine Energie lediglich verstopft und was eigentlich tote Dinge sind, tote Gegenstände, Beziehungen, die überhaupt nicht mehr funktionieren, die eigentlich dir nicht gut tun, dir geht es schlecht, wenn du jemandem begegnet bist, hinterher fühlst du dich ausgelaugt. Situationen, in denen es nicht mehr gut ist, die Wohnung, der Beruf. Leute, lasst es los. Das ist meine große Botschaft für heute. Und ich laufe hier gerade so ein bisschen durch wässriges Gebiet, ein bisschen sumpfig. Das ist auch Pluto und Skorpion. Also Pluto, der Planet, ist dem Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Und ich habe einen Skorpion-Aszendenten. Ich kenne mich ziemlich gut mit dem Pluto aus. Er ist inzwischen mein bester Freund geworden. Den Pluto vereinigt in sich beides. Das totale Festhalten, die Konzentration und Fokussierung und Bindung an alles. Ich will dich mit Haut und Haar, das ist Pluto. Und gleichzeitig ist Pluto auch das Totale, die Fähigkeit, total loszulassen. Und ich muss sagen, ich kenne es auch. Ich habe das letzte Jahr, also 2018, habe ich mehr als 50% meines Besitzes verkauft, verschenkt, verschrottet. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir nichts, aber auch gar nichts fehlt. Ich bin von 138 Quadratmeter auf 70 Quadratmeter umgezogen, habe 6 riesige Schränke mit komplettem Inhalt, alle meine Bücher, ganz viele Erinnerungen, Fotos, Briefe, ganze Ordner mit Kram losgelassen. Schaut mal, wie schön das hier ist. Ja, traumhaft, ne? Losgelassen. Und das Einzige, was ich danach hatte, war ein ungemein tolles Gefühl von Erleichterung. Das habe ich heute noch. Und wenn ich heute darüber nachdenke, ich weiß gar nicht mehr, was in den Schränken war. Die Bücher habe ich alle nur einmal gelesen und weggestellt. Es war einfach nur tote Materie, die meine Wohnung ausgefüllt hat. Und jetzt habe ich viel weniger Wohnraum und fühle mich großartig. Ich habe viel weniger Gegenstände da drin und fühle mich frei. Also loslassen schafft Erleichterung und das mache ich auch mittlerweile konsequent mit Menschen, die mir nicht gut tun, mit Situationen, die mir nicht gut tun. Ich verlasse sie. Ich verlasse sie und atme auf. Ich wünsche euch, dass ihr diese Kraft von Pluto auch nutzen könnt für euch und euch mal überlegt, was brauche ich wirklich und was hier in diesem Leben verstopft einfach nur meine Energie. Also, in diesem Sinne, nehmt die gute Seite von Pluto. Hier, die Sonne scheint, es kommt Neues. Überall da, wo ihr losgelassen habt, sind freie Räume und da kann was Neues entstehen. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag. Alles Liebe. Anita Ferraris, Astrologin, Therapeutin, Schauspielcoach, Regisseurin, Künstlerin und glücklich in ihrem 70. Lebensjahr. Alles Gute für euch. Tschüss.